Heute haben wir nur begrenzte Sprünge. Gerade haben wir 71, aber jedes Mal, wenn wir springen, boing, verlieren wir einen Sprung. Und wenn wir noch 0 Sprünge haben, werden wir gebannt. Und mit dieser krassen Challenge müssen wir die verschiedensten Parcours heute bewältigen. Und ich hoffe, wir werden genug Sprünge haben und nicht gebannt vom Roblox. Darauf hätte ich nicht so Lust. Und wie wir uns in den verschiedenen Obbys schlagen werden, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde! Oh. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal in Limited Jumps, wo wir nur begrenzte Anzahl an Sprüngen haben. Und ich bin gerade schon bei meinem Intro gesprungen, ey Junge. Ich habe das voll vergessen. Das bedeutet, wir haben 68 Sprünge nur noch. Und wir haben jetzt hier, verschiedene Obbys oder irgendwie zusammen starten. Hey, was geht denn da? Oh, vielen Dank. Dankeschön fürs Spielen. Oh yeah, let's go. Kriegen wir hier irgendwas? Irgendwas freigeschaltet? Ah, nee, ein Code oder sowas. Alles klar. Und hey, was haben wir jetzt auf unserem Kopf drauf? Macht das irgendwer weg? Ja, na super, Freunde. Naja, ist auch egal. Und wir haben jetzt hier, verschiedene Obbys am Start. Und, hier kriegen wir 25 Sprünge als Belohnung, wenn wir den Obby schaffen. Dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Super easy. Alles klar, okay. Okay, bis jetzt müssen wir nicht mal springen. Wir können einfach hier drüber gehen. Okay, schaffen wir den ohne Sprung. Und, wow, den haben wir auch geschafft. Den aber nicht, oder, Freunde? Und, nein. Da fallen wir runter. Alles klar. Let's go. Okay, haben wir irgendeinen Checkpoint jetzt, Freunde? Oder? Ah, okay, wir fangen von hier an. Und, let's go. Okay, wir müssen jetzt springen. 64 Sprünge, 63 Sprünge, 62. Oh Gott, bitte nicht auf 0, aber... da hinten ist das Ziel schon. Kann das Ziel, schon sehen. Und, was ein Sprung. Und Glückwunsch. Let's go. Und jetzt haben wir 82 Sprünge. Das bedeutet, wir haben jetzt 25 Sprünge plus gemacht. Alles klar. Junge, die haben schon über 200. Krass, krass, krass. Alles klar, Freunde. Nächste Obby. Das war noch ein einfacher Obby. Wir machen jetzt hier sofort weiter. Was haben wir eigentlich für ein Schild? Und wie könnt ihr was hinschreiben? Da würde ich sagen, Freunde, like das Video. Oh yeah. Hey, du da. Hast du das Video geliked? Nee? Naja, alles klar. Dann würde ich sagen, weiter geht es. Boah, wie viele Sprünge die alle haben. Okay. Okay, hierfür brauchen wir nicht springen. Und, Freunde, okay, hierfür müssen wir einmal boing. Einmal springen. 4 Klötze hoch. Okay, zack. Nichts leichter wie das. 5 Klötze. Ab geht es. Auch hier springen wir nach oben. 6 Klötze, okay. Es wird wirklich immer und immer höher. 7 Klötze. Komm schon. 77 Sprünge haben wir noch. 8 Klötze. Let's go. Weiter geht es. Und boing. Und was? Okay, können wir da überhaupt hoch? 10 Klötze. Und... Hui. Jawohl. Da habe ich es auch geschafft. Und über den Rainbow, über den Regenbogen geht es jetzt ganz, ganz vorsichtig. Bloß nicht springen. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, was ist das hier? Spurgeber. Und jo, jetzt haben wir sogar eine Spur hinter uns. Und wir kriegen... let's go. Wir haben 25 Sprünge bekommen. 99 haben wir jetzt insgesamt. Fast 100. Der hat einfach 915. Hey, willst du mir ein bisschen was abgeben? Ich glaube, man kann ja sogar... guck mal. Man kann ja wirklich sogar Sprünge an andere Spieler... verschenken anscheinend. Interessant. Was haben wir im Shop drin? Alles klar. Wir können uns hier Sprünge kaufen und sowas. Dafür brauchen wir erstmal nichts. Und Aufgaben gibt es noch hier. Und, eine tägliche Belohnung haben wir abgeschlossen. Perfekt. Let's go. 199. Als ob. Wir haben 100 Sprünge dadurch bekommen. Und wir können hier... wir machen den Roboter-Tanz. Bido, Bido. Yeah, yeah, yeah. Was gibt es denn hier alles für Tanz und Cha-Cha-Cha? Komm, Freunde, Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Okay, okay, hey, hör auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen, habe ich gesagt. Und wir machen sofort weiter mit dem nächsten Obby. Teamarbeit. Mindestens 2 Spieler benötigt. Hey, du, machen wir das zusammen und yeah, let's go. Komm. Wir machen das jetzt hier zusammen. Und komm schon, spring auf mich drauf. Und komm schon, Alter, Junge, bist du dick, ey. Hör auf, mein Gesicht zu zertrampeln. Hey, spring hoch. Und jawohl, okay. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr gut. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt müssen wir zusammen über diese Mauer springen. Ja, okay, Freunde, ich hoffe, wir schaffen das jetzt überhaupt. Komm schon. Wir dürfen jetzt keine Sprünge verschwenden. Jawohl, let's go. Okay, und wir haben sogar Knöpfe hier. Damit können wir die irgendwie drücken oder sowas. Und, alles klar. Sehr, sehr gut. Okay, wir müssen das jetzt hier zusammen als Team schaffen. So, wir müssen jetzt hier die ganze Zeit hier springen. Komm, wir müssen als Team zusammen arbeiten. Und jawohl. Okay, und ich helfe dir. Und komm rüber. Let's go, Freunde. Teamwork. Oh yeah. Okay. Weiter geht es so. Wir müssen jetzt hier über diese Mauer springen. Es wird wirklich immer und immer größer. Komm schon. Spring. Jawohl. Er hat es geschafft. Okay, macht ihr die Mauer runter?
Oder lässt du mich jetzt hier alleine? Hallo, Kollege? Und yeah! Okay, okay, sehr, sehr gut. Ha! Okay, wir halten wirklich als Team zusammen hier. Okay, 20 Klötze ist das sogar. Oh mein Gott, es wird wirklich immer und immer größer. Und okay, spring, 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 spring. Jawohl! Ja, auch das haben wir geschafft. Und einmal kommen Sie her. Hey! Hallo? Falsche Richtung, hier, hier geht's entlang, hier, wohin geht der, wohin geht der? Und, wow, jetzt muss ich noch einmal springen wegen ihm und, hä, komm, kommen Sie, okay, let's go, Freunde, boah, wir haben nur noch ein paar Wände, haben wir noch vor uns und, let's go, komm schon, komm schon, komm schon, wir haben es gleich geschafft, spring, Kollege, spring, noch ein bisschen, noch ein bisschen, du musst springen, jawoll, geht doch. Ab geht es. Okay, okay, Freunde. Sehr, sehr gut. Okay, ich hoffe, wir schaffen es. Wir sind sehr, sehr weit gekommen als Team. Wie heißt du überhaupt? Ich kenne dich gar nicht. Und SSDZ. Alles klar. Ich nenne dich einfach Josh. Okay, okay, Freunde. Es wird immer höher. Die nächste Mauer. Komm schon. Spring, spring, spring. Jawohl, wir haben ihn rübergeboostet. Oh yeah, wir haben ihn rübergeboostet. Drückst du den Knopf? Bitte? Yeah. Okay, ich glaube, ist das die letzte Mauer? Ist das die allerletzte Mauer? Ich glaube, Freunde, ja, das sieht sehr gut aus. Oh mein Gott, was das für eine hohe Wand. Komm schon, spring, spring, spring und yeah, wir haben es geschafft, Freunde. Let's go, als Team, komm rüber, schnell, 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 yeah. Teamarbeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und das ist jetzt hier unsere Trophäe. Wir haben jetzt 194 Sprünge und jetzt haben wir 269, yeah, 75 Sprünge haben wir durch die Teamarbeit bekommen. Oh ja, wie krass ist das denn? Und oh mein Gott, was gibt es denn noch hier? Alte Schwede, 100 Sprünge als Belohnung, schwierige Herausforderung, 3 Spieler brauchen wir dafür. Oh mein Gott, okay. Hey, du da, sollen wir zusammen machen? Wir brauchen nur noch einen dritten Spieler. Und yeah, wir sind zu dritt, Freunde. Und die eine heißt sogar Noob. Und okay, wir müssen jetzt als Dreierteam, jawohl, zusammenarbeiten. Let's go. Okay, okay, Freunde, mal schauen, ob das hier klappen wird. Und Junge, sie hat jetzt schon keinen Bock mehr. Na super, ich glaube, wir brauchen einen neuen. Wir brauchen einen neuen. Okay, neues Team haben wir am Start, Freunde. Jawohl. Okay, okay, Freunde, vielleicht schaffen wir es mit dem Team. Hey, dich kennen wir doch von gerade eben. Let's go. Okay, okay, zu dritt müssen wir das Ganze schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, nächste Mauer. Das sind jetzt hier richtig hohe Mauern hier. Und wir springen und yeah, okay. Einen haben wir rübergeboost. Ja, entspann dich, Kollege. Let's go, weiter geht es. Nächste Mauer. Wir haben jetzt wirklich ein Dreier-Team gefunden. Ich glaube es nicht. Okay, okay, weiter geht es. So, komm schon, übereinander. Wir springen hier schön und komm schon, jawohl. Okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Kommt alle herüber. Let's go. Oh mein Gott, was eine große Mauer ist das denn hier? Okay, Leute, aber schön auf meinen Kopf. Bitte nicht drauf treten hier auf meinen Kopf, auf meine schönen Haare. Und komm schon, ja. Auch sie, wow, haben wir rüber geboostet. Sehr, sehr gut. Das läuft doch hier. Let's go. Boah, die hat sogar 2000 Sprünge, sehe ich gerade. Über 2000 Sprünge. 35 Klötze ist das mittlerweile. Oh, Junge, Junge, Junge. Es wird wirklich immer, oh, und immer krasser. Komm schon. Oh, wir dürfen aber jetzt hier unsere Sprünge, oh, nicht verschwenden. Leute, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zu, ja, zusammenhalten. Boah, okay, das war schon sehr, sehr hoch, muss ich sagen. 38 Klötze, okay. Boah, Alter, wie viele Mauern uns noch davor stehen. Hä? Wieso sind wir nur noch zu zweit? Wo ist unser Teamkamerade hin, hä? Hä? Wir haben wen verloren? Hallo? Ist hier irgendwer? Komm schon, Freunde! Die allerletzte Mauer jetzt noch und wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ihr seht es, wir haben ein neues Team mittlerweile. Let's go! Oh mein Gott, es hat so lange gedauert. Aber wir haben es geschafft. Yeah, 100 Sprünge haben wir gewonnen. Vielen Dank an mein Team, an das beste Team. Ihr seht es, Freunde, wir haben gerade 5000 Sprünge, ja? Ich habe mir ein paar Sprünge gekauft, weil ich den anderen die ganze Zeit Sprünge schenken muss. Ihr seht es, man kann einfach Leuten hier so 100 Sprünge einfach schenken. Let's go, Freunde, komm. Wir schenken mal ein paar Leuten hier Sprünge. Guck mal, der Kleine, der hat nur 16 Sprünge. Hi! Schreibt er. Der Arme. Okay, Freunde, komm. Wir schenken dem auch mal so. Wie heißt denn der hier? Wir können immer nur maximal immer nur 100 Sprünge schenken. So, hier, kleiner Mann. Jetzt bist du auch mal groß. Hast du ein paar Sprünge am Start? Okay, Freunde, ich würde sagen, nächstes Obby. Let's go. Glass Bridge und. Oh, Squid Game. Yeah, die Glass Bridge Challenge. Okay, wir gehen nach links. Und, okay, wieder nach links. Freunde, ich würde sagen, rechts. Okay, okay, rechts ist anscheinend richtig. Da. Nein, dann ist es links. Dann vielleicht nochmal links, Freunde. Nein. Und, oh, das ist sogar Haie einfach. Guck mich nicht so an mit deinen Zähnen. Und, haha.
Okay, rechts war es nicht. Dann ab geht es nach links. Okay, Freunde, für was werden wir uns jetzt entscheiden? Ja. Okay, ich würde sagen, links vielleicht. Und nein, voll im Hai gelandet. Ja, wir können sogar hier Aufgaben abholen. Zack, die wir bekommen haben. Und dadurch bekommen wir hier noch mehr Sprünge anscheinend. Okay, Freunde, aber was ist jetzt hier der richtige Weg? Was, links? Dann nochmal links und wow. Und jawohl, wir haben es geschafft, Freunde. Der letzte Sprung. Let's go. 50 Sprünge plus bekommen beim Squid Game Game. Oh, ja, ja. Wir alle haben es zusammen hier als Team geschafft. Oh nein, der Arme. 0 Punkte. Okay, ich würde sagen, Zombie, bisschen was shaken. So, hier hast du 100 Sprünge, Kleider. Yeah, let's go. Was können wir eigentlich hier machen? Wir können uns hier, so einen Stand beanspruchen oder irgendwie sowas. Und, bitte spende mir ein paar Sprünge. Gib mir Sprünge, bitte. Oh ja, yeah, gib mir Sprünge bitte. Hey, kleiner Sentex. So, was geht ab, kleiner Mann? Ha, einfach ich als kleiner Mann hier. Let's go. Jetzt können wir andere sogar Sprünge hier geben. Oh, was haben wir denn jetzt hier am Start? Du brauchst 100 Sprünge zum Spielen. Überlebe Lava und klettere über die Banner. Alles klar, Freunde. Let's go. Lass uns mal reingehen. Aha, Freund. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Welch einem krassen Game hier. Alles klar, wir müssen anscheinend Lava entkommen. Welcher Lava, verdammt nochmal? Ich sehe hier keine Lava und, ist das eine Sackgasse? Hallo? Wow. Ah, der Lava. Jetzt habe ich es verstanden, hä? Was? Jetzt haben wir verloren, oder wie? Alles klar. Lass uns dann mal gleich später vorbeischauen. Was haben wir als nächstes? Probiere nicht zu springen, Challenge. Alles klar, Freunde. Hier, den Parcours kann man anscheinend überleben. Oder ein einziges Mal zu springen. Dann würde ich sagen, lass uns das Ganze mal austesten. Alter, wie weit geht es denn bitte? Oh mein Gott, nach oben. Junge, Junge, Junge. Das wird auf jeden Fall lange dauern. Hey, du da, aus dem Weg, beiseite mit dir. Ha, da kommen wir. Und anscheinend kann man das Ganze jetzt schaffen, ohne ein einziges Mal zu springen. Da bin ich mal gespannt, Freund, ob wir das Ganze schaffen. Junge, wenn wir einmal runterfallen, müssen wir wirklich alles von vorn machen. Also schön vorsichtig hier balancieren. Hier, let's go. Wir sind sogar hier bei den Wolken mittlerweile angekommen. Über den Wolken. Ja. Oh ja, das bedeutet, wir nähern uns so langsam. Oh, dem Ziel. Okay, ich glaube, es ist noch ein gutes Stück. Aber wir kommen dem Ziel auf jeden Fall immer und immer hier ein bisschen näher. Oh, jetzt hier vorsichtig. Okay, nicht springen, Freunde. Das ist die Challenge. Wir können den Parcours ohne zu springen hier. Hä? Meister? Was? Och nö, ne? Jetzt wollen wir in das Spiel hier reingezogen oder was? Ey, nein! Na super, naja, da würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Und hier ist anscheinend irgendein Labyrinth oder irgendwie sowas. Alles da. Es geht hier ab nach oben, Freunde. Jetzt ganz, ganz schnell können wir auch so. Okay, wir müssen nicht springen, um hier nach oben zu gehen. Und let's go! Da sind wir jetzt hier. Ganz, ganz oben ankommen. Was ist hier das Ziel? Wir müssen die Lava überleben und auch ganz, ganz oben klettern stand da. Alles laut. Oh, die Lava steigt hoch. Die Lava steigt immer weiter. Oh mein Gott, nach oben. Ihr seht es. Alles wird in Lava umhüllt. Oh nein, ich glaube, sind wir ja richtig. Wir bleiben mal hier stehen. Okay, ich glaube. Oh Gott, sind wir ja sicher. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas Höheres gibt. Okay, können wir da hochspringen? Ich glaube nicht. Und was? Wir wurden, hä? Wieder von der Lava erledigt, alles klar. Naja, Freunde. Ah, wir spawnen aber hier wieder. Perfekt. Okay, weiter geht es. Von einem Level direkt ins nächste Level. Wow, wo sind wir jetzt hier angekommen? Und hä? Was? Och, sag nicht, man darf die Pilze nicht berühren oder irgendwie sowas. Alles klar, da würde ich sagen, Pilze sind böse. Und sie rennt wieder gegen den Pilz. Okay, jetzt hier vorsichtig, Freunde. Nicht springen, nicht springen. Wir können hier alles ohne ein einziges Mal zu springen absolvieren. Und bloß auch nicht die Pilze berühren. Und let's go. Okay, okay. Easy. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier einen Laser vor uns. Und okay, okay. Schnell, 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 schnell. Ab geht es, ab geht es, ab geht es. Und am Laser vorbei sind wir jetzt auch gekommen. Okay, Freunde, die letzten Meter. Endspurt. Die allerletzten Meter und, haben wir es gleich geschafft, haben wir es gleich geschafft. Ab geht es, Freunde, nach oben, wir klettern nach oben. Der erste Mensch, der oben ankommen wird und, was haben wir hier? Eine neue Spur, yeah, lilane Spur. Und ab geht es und, yeah, wir sind oben angekommen, die Trophäe. 75 Sprünge haben wir gewonnen, let's go. Was ist denn hier? Können wir hier irgendwas machen? Können wir da irgendwie reingehen oder... wir können hier nach oben klettern. Let's go. Okay, ist das jetzt der allerhöchste Punkt? Okay, wenn wir es jetzt hier oben nicht drauf schaffen,
Dann war ich Audio, da können wir noch weiter. Ah, wir können sogar noch weiter nach oben. Oh mein Gott, ab geht es, Freunde. Nach ganz, ganz oben, bevor die Lava kommt. Okay, okay, Freunde. Oh, jetzt bloß hier. Oh nein, nicht runterfallen. Ich glaube, sind wir ja falsch, sind wir ja richtig. Okay, ich bin jetzt einfach mal hier. Ich hoffe, das ist die höchste Position. Wir müssen nicht irgendwie aufs Dach oder irgendwie sowas. Komm schon, Freunde. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Vielleicht wird das Ganze hier ausreichen, um der Lava zu entkommen. Bitte, vielleicht. Oh Gott, sie steigt immer und immer höher. Bitte, Freunde, nein. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Aber Junge, wie weit geht's denn nach oben? Okay, Freunde, so langsam glaube ich. Oh, 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 und nein. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft mit Schiff locker. Alter Schwede, okay, ist das jetzt der höchste Punkt? Das muss jetzt, okay, der höchste Punkt sein. Okay, es geht noch höher, Freunde. Ja, so. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich, verdammt nochmal. Wir stehen jetzt am höchsten Punkt. Höher geht es nicht, verdammt nochmal. Jetzt müssen wir das Ganze doch irgendwie aber überleben, Freunde. Drückt uns die Daumen. Die Lava, oh Gott, steigt immer und immer höher. Oh, jetzt würde ich gerne mal runterspringen. Haha, eine schöne warme Abkühlung, ey. Okay, let's go. Okay, sie steigt weiter. Oh mein Gott, bis zu den Dächern. Bis zu den Dächern. Oh Gott, nein. Sag nicht, wir werden es auch nicht hier überleben. Was? Es steigt immer noch. Es steigt immer noch. Alter, wir stehen doch hier schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, hat es aufgehört? Ich glaube, es hat aufgehört, oder? Haben wir es? Haben wir gewonnen? Und let's go. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, Freunde, ich glaube, wir müssten eigentlich auf die Flagge hier drauf gehen. Und jawohl, jetzt haben wir es aber geschafft. Auf der Flagge drauf. Okay, let's go. Was gibt es ansonsten noch hier zu entdecken? Alles klar, wir haben hier so einen Freizeitpark. Ja, wir können ein bisschen spielen, aber wir sind natürlich nicht da zum... Wow, schwimmen, yeah. Ich meine natürlich, wir müssen uns jetzt hier konzentrieren und hier die nächsten Obbys hier absolvieren. Ah, hier ist das Top-Leaderboot. Alter, wie viele Sprünge hat der denn? 7 Millionen? Alter, 7 Millionen Sprünge, Junge. Wie hat der das denn bitte hinbekommen? Und ein bisschen schaukeln. Juhu. Let's go. Juhu. Ab geht es. Wow. Wow. Okay. Okay. Ich glaube, es wird immer schneller. Ey, aus dem Weg. Und ach, du störst mich. Und was sagt der? Gib mir bitte ein paar Sprünge. Der weint sogar schon. Der Arme. Ja. Ist in Ordnung, Kollege. Wie heißt du hier? Du da. Hier kriegst erstmal 100 Sprünge. Katsching. Let's go. Ich hoffe, du freust dich. Tschüss. Ich muss aber weitergehen. So, schreibt ihr noch irgendwas in den Chat? Bedankt er sich wenigstens? Sieht nicht so aus. Aber, Freunde, ich würde sagen, wow, wer bist du denn? Es wird Zeit. Oh, für die Regenbogentreppe. Und Alter, geht das weit nach oben. Okay, aber hierfür brauchen wir nicht springen. Wir müssen einfach nur hier laufen. Einfach nur die ganze Regenbogentreppe ab nach oben gehen. Das wird dauern. Und, oh mein Gott, wir sind oben angekommen. Das hat so lange gedauert. 75 Sprünge haben wir dafür bekommen. Oh mein Gott. 2000 Stufen stand da, hatte die Treppe. Das war die ultimative 2000 Stufe Treppe. Junge, was? Das sind wir nach oben gegangen. Als ob. Junge, Junge. Das hat aber auch wirklich übertrieben lang gedauert. Was haben wir jetzt hier als nächstes? Oh, ist das nicht der schiefe Turm von Pisa? Oh ja, yeah, den habe ich direkt erkannt, Freunde. 75 Sprünge bekommen wir als Belohnung. Alles klar. Oh, wir müssen jetzt hier den schiefen Turm von Pisa nach oben springen. Und wie sollen wir das schaffen, Freunde? Wie sollen wir das am besten schaffen? Hallo? Können wir hier reingehen oder sowas? Nee, anscheinend nicht. Ah, vielleicht braucht man, warte mal, 2 Spieler oder sowas dafür. Stand da irgendwas oder irgendwie sowas? Und, nee, 150 Klötze, alles klar. Okay, Freunde, lass uns mal die Engelsflügel kaufen. Damit haben wir auf jeden Fall einen höheren Sprungboost. 50% Sprungboost. Und vielleicht werden wir es ja damit schaffen, jetzt oh, mit unseren Flügeln jetzt hier, jawohl, hochzufliegen. Ab geht's, okay. So geht das Ganze besser. Ich glaube, das kann man nur schaffen, glaube ich, wenn man zu zweit ist oder irgendwie sowas. Ich glaube, alleine sollte das eigentlich nicht gehen. Und deswegen brauchen wir jetzt unsere wunderschönen Engelsflügel. Na, stehen die mir gut, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Alles klar, so jetzt müssen wir jetzt hier irgendwie, okay, nach oben springen oder irgendwie sowas. So, wo geht es jetzt hier entlang? Auf welche, aha, Wolke müssen wir als nächstes hier anscheinend doch. Dann geht es hier noch eine Etage ab nach oben. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. So, dann ab auf die Wolke. Zack, noch eine Etage weiter oben. Können wir eigentlich nicht direkt so hochfliegen? Warte mal, und flieg. Jawohl, oh, wir können einfach direkt so hochfliegen. Und yeah, let's go. Da haben wir auch den Turm erfolgreich bestritten. Sehr, sehr gut. Was geht jetzt hier ab? So, wir haben anscheinend hier noch einen weiteren Parcours vor uns. Ich glaube, einer der letzten. Bald haben wir wirklich jeden einzelnen Parcours in der
der Limited Jump Challenge im Limited Jump Game erfolgreich absolviert. Und jo, wo sind wir jetzt hier angekommen? Wir sind in einem Labyrinth. Belohnung 100 Sprünge. Alles klar, Freund. Interessant. Wie sieht's denn jetzt aus? Na super, alles klar, Freunde. Ab geht es jetzt hier durch. Oh, das Labyrinth links oder rechts, Freunde? Okay, ich würde sagen, es ist blau und nein. Natürlich ist es nicht blau. Und, Alter, müssen wir jetzt wieder alles von vorne machen oder spawnen wir? Ah, okay, wir spawnen neu. Es ist rot. Natürlich ist es rot. Jetzt ist blau. Nein. Rot. Gelb. Jawohl. Nochmal gelb. Oh. Und blau. Jawohl. Ich glaube, es war aber blau. Ich glaube, wir wurden vom Laser nur getroffen, oder? Rot. Gelb. Gelb. Dann warten wir auf den Laser. Blau. Ja, okay, blau war richtig. Und Checkpoint. Erstmal hier den Check. Wow. Den Checkpoint mitnehmen. Okay, Freunde, weiter geht es durch das Labyrinth. Mal schauen, ob das überhaupt hier der richtige Weg ist oder irgendwie sowas. So, Entschuldigung, ich möchte einmal durch. Oh mein Gott, perfekt. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie. Oh, was geht denn hier ab? Noch so ein Laser oder irgendwie so. Alles klar. Okay, der nächste Checkpoint. Wieso ist hier eine Wand? Ah, vielen Dank. Sehr, sehr gut. Damit ist die Wand auch weg und wir haben den nächsten. Checkpoint. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Jetzt müssen wir jetzt hier. Boah, das ist wie bei Ninja Warrior. Hier einfach boing. Hier von links. Nach rechts springen. Okay. Müssen wir jetzt hier vielleicht entlang? Sollen wir mal den Weg gehen? Komm. Was soll dabei schon schief gehen? Lass uns einfach mal hier entlang. So, zack. Dann hier hoch und dann hier entlang. Ich weiß nicht, Freunde. Irgendwie laufen wir gerade im Kreis. Ich habe mich hier schon tausendmal... Oh, verlaufen. Was ist, wenn wir den Gang einfach entlang gehen und nirgendwo abbiegen? Vielleicht ist das ja auch der richtige... Boah, hier geht es sogar auch noch entlang. Was, Alter? Das ist ja übertrieben verwirrend. Okay, dann lass uns mal hier entlang gehen. Hallo? Ist hier vielleicht der Ausgang? Was ist das denn bitte für ein ultra schwieriges... Labyrinth. Aber hier ist schon mal ein Checkpoint. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Okay, okay. Weiter geht es. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Okay, wieder hier irgendein komischer Laser oder irgendwie sowas. Jetzt bloß, nicht vom Laser getroffen werden. Zack und Sackgasse. Alles klar. Und wieder umdreht. Das war anscheinend jetzt hier. Oh nein. Boah, wie knapp das war. Anscheinend hier der falsche Weg. Geht es hier entlang? Hallo? Nee, sieht auch nichts aus. Lass es mal hier entlang gehen. Vielleicht ist da ja irgendein Secret versteckt oder so. Oh, ja, ja. Und nee, ich glaube, nee. Hier irgendwo müsste es doch sein und jawohl, hier ist es, Freunde. Hier ist es endlich. Wir haben es bis an die Mitte geschafft. Das hat so lange gedauert, um hier den Ausgang zu suchen. Aber jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ab geht es nach ganz, ganz oben. Und da sind wir angekommen. Let's go. Und haben auch diese Trophäe erfolgreich gewonnen. Oh ja, und ich glaube, jetzt gibt es noch einen letzten Parcours. Dort hinten, glaube ich, Freunde. Guck mal, wir können es direkt dahin teleportieren. Apfelbäume nennt sich das Ganze. Okay, was müssen wir jetzt noch hier machen? Alles klar, wir müssen jetzt einfach nur hier über die Apfelsaftpäckchen hier. Oh, springen. Ah, warte mal, sind die unsichtbar, die Äpfel? Und, alles klar, Freunde. Okay, irgendwie hat das nicht so geklappt. Und dann müssen wir jetzt hier den rechten Weg entlang gehen. Aber, hä? Die Äpfel verschwinden auch hier. Okay, irgendein Rätsel müssen wir wahrscheinlich lösen, Freunde. Aber mal schauen, wie das Rätsel aussehen wird. Weil wenn wir hier drauf gehen, dann erscheint da ein Apfel. Alles klar, Freunde. So weit, so einfach. Ah, warte mal, was ist, wenn wir das Ganze so machen? Jetzt haben wir überall Äpfel. Und dann springen wir runter. Geht das dann? Bleiben die Äpfel dann da, wenn wir da runterspringen? Oder geht das irgendwie nicht? Oh, nee, die Äpfel sind weg. Ah, wir müssen anscheinend hier als Team zusammenarbeiten, Freunde. Ihr seht es. So, let's go. So, wir sind jetzt hier zu dritt sogar. Und, guck mal, sie geht jetzt auf die Fruchtpäckchen. Let's go. Und dann schaltet sich auf der anderen Seite jetzt hier meine Äpfel frei. Oh, ja, weiter. Noch ein Stück. Und, yeah, let's go. Ganz langsam, vorsichtig, alles klar. Der nächste Apfel wird freigeschaltet. Und, okay, jetzt müssen wir jetzt hier drauf. Dann schaltet sich da der Kuchen frei und sie. Und dann haben wir es geschafft, Freunde. Wir haben es jetzt geschafft und yeah, let's go, Freunde. Guck mal, wir können sogar einen Apfel auf unseren Kopf machen. Moin, moin. Und da sind wir beim Apfel angekommen. Yeah, 50 Sprünge haben wir bekommen. Alles klar, so, sie hat mir geholfen. So, ihr gebe ich nochmal 100 Sprünge als kleines Dankeschön. So, wir schreiben Danke in den Chat. Dankeschön. Let's go. Und ich glaube, noch einen letzten Final-Obby gibt es noch, oder?
Nee, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt wirklich jeden einzelnen Parcours in Limited Jumps absolviert. Hier haben wir angefangen, bis hin über die ganze Map haben wir wirklich jeden einzelnen Obby erfolgreich bestanden. Und jetzt haben wir sogar wunderschönen Apfel auf unserem Kopf. Das waren wirklich richtig krasse Obbys. Aber zusammen als Team haben wir alle erfolgreich mit begrenzten Sprüngen absolviert. Oh yeah. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.